Ich eröffne die Aussprache und es beginnt der Kollege Dr. Thomas Sattelberger für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Dann fange ich noch mal an. Aha, es werde nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen weist immer wieder darauf hin, Wohlstand hängt wesentlich ab von Befähigungen und Verwirklichungschancen des Einzelnen. Deshalb erinnere ich in dieser Nachhaltigkeitswoche an die Bildungsrepublik Deutschland, die Angela Merkel vor 12 Jahren ausrief. Analphabetisierung bekämpfen, Frauen für MINT-Ausbildungsberufe gewinnen, Schulabbrecherzahlen halbieren. Doch bitte vergleichen Sie die Zahlen, Frau Ministerin, sie ist zumindest nicht auf der Regierungsbank, kann also nicht vergleichen. Vergleichen Sie die Zahlen von 2008 mit denen von heute. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die kaum oder nicht lesen und schreiben können. Bei PISA zurückgefallen auf die Werte von vor 17 Jahren. In Mathematik und Naturwissenschaften fast so schlecht wie beim letzten PISA-Schock. Übrigens auch bei Spitzenleistung ähnlicher Rückgang, auch beim Lesen. Ungedeckter Betreuungsbedarf für mehr als ein Drittel der unter Dreijährigen. Und viel zu wenig junge Geflüchtete lernen Deutsch oder erhalten frühkindliche Bildung. Hinzu kommt, unsere digitale Bildungsrepublik erhält derzeit eine Ohrfeige nach der anderen. Citrix-Studie, Digitalreport, Bitkom-Umfrage. Deutschland ist Schlusslicht beim digitalen Lernen. Absturz um 52 Plätze. Eltern geben den Schulen die Note mangelhaft für Homeschooling und digitalen Unterricht. Mangelhaft, Herr Meister, bitte an Frau Karliczek weitergeben. Sie verfehlt das Klassenziel. Das hat Ihnen durch die Blume am Montag sogar Ihre Kollegin Dorothee Bär zugerufen. Wir Freien Demokraten machen seit Monaten konstruktive Vorschläge für guten digitalen Unterricht, Positivlisten für Digitalplattformen, schnelle Fortbildung für Lehrer, Entbürokratisierung des Digitalpakts. Aber Frau Karliczek, statt zu handeln, statt anzupacken, da spielt sie Topfschlagen. Ihr Ministerium dekoriert bunte Schaufenster. Attrappen, es hat keine echte Wahl. Es fehlt an Produktion und Vertrieb. Das BMBF wie in einer Briefkastenfirma. So wird Deutschlands Bildung in dieser Legislatur nicht mehr zukunftsfit. Sie führen nicht, Frau Karliczek. Sie agieren nicht wie eine Ressortchefin, sondern wie eine Nachlasspflegerin. Übrigens auch bei der Agentur für Sprunginnovation, da kommt noch was Kräftiges. Und vor allem bei der Batteriezellenforschung, die von allen gerügt wird in Ibbenbüren, da kommt auch noch etwas. Meine Damen und Herren, der Speck rutscht weg, Frau Karliczek. Unser Anspruch als G7-Industrienation ist eben nicht Regionalliga, sondern Champions League. Und wie kommt Deutschlands Bildung da wieder hin? Lesen Sie bitte unseren Antrag zur Bildungsrepublik 2.0, Digitalpakt 2.0, Exzellenzinitiative berufliche Bildung, Midlife BAföG, digitale Lehr- und Lernmittelfreiheit, Unterrichtspflicht des Staates analog wie digital, in Präsenz wie in Distanz, Förderung von Spitzenbegabung. Dies, meine Damen und Herren,
Das wären die Pfeiler einer Bildungsrepublik der Zukunft. Packen wir es endlich an. Herzlichen Dank. So, für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort die Kollegin Sibylle Benning. Sehr geehrter Herr Präsident und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es freut mich wirklich sehr, dass wir zum ersten Mal überhaupt in einer Nachhaltigkeitswoche hier im Parlament gemeinsam diskutieren. Unser Handeln an den planetaren Grenzen der Erde und dem Ziel eines Lebens in Würde für alle Menschen auszurichten, muss die Maxime für unser politisches Handeln sein. Die 17 SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, geben uns den Weg dafür vor. Bildung und Forschung sind dafür in besonderer Weise wichtig und nützlich, und sie können jedes der 17 SDGs erfolgreich fördern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, neben dem Leitantrag der Koalition für die Nachhaltigkeitswoche noch einen eigenen Antrag zum Bereich Bildung, Forschung und Innovation vorzulegen. Im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befassen wir uns immer wieder mit diesen Fragen. Wie können wir Zielkonflikte zwischen einzelnen SDGs auflösen? Und wie nutzen wir die Schnittstellen gewinnbringend? Denn Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das alle Politikbereiche betrifft. Und spätestens seit der Corona-Pandemie bestimmt noch ein drittes Schlagwort die Debatte: Resilienz. Also, wie widerstandsfähig oder krisenfest machen wir unsere Gesellschaft? Und wie hängt das mit Nachhaltigkeit zusammen? Ich fange mal mit der Querschnittsaufgabe an. Nachhaltige Politik meint jedes Problem und seine Lösungen von drei Seiten, nämlich von der Ökologie, der Wirtschaft und dem Sozialen, gemeinsam zu betrachten. Als Christdemokraten fordern wir, möglichst Lösungen zu finden, die diese Dimension miteinander versöhnen, auch wenn das nicht immer möglich ist. Voraussetzung dafür ist der Wille und die Kompetenz, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und Bildung ist in allen Etappen, von der Kita bis zur Weiterbildung, die allererste Grundlage dafür. So ist es auch im SDG 4 formuliert: eine hochwertige Bildung für alle, um eine mündige Teilnahme für alle an Gesellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen. Über Innovationen wissen wir, dass sie an den Schnittstellen von unterschiedlichen Disziplinen in Wissenschaft und verschiedene Perspektiven von Wissenschaft und Wirtschaft entstehen. Und wenn wir Fördergelder vergeben, ist dafür in der Regel die Vernetzung von wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch von unterschiedlichen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft eine Voraussetzung. Es gibt aber auch Schnittstellen, die bislang noch zu wenig genutzt werden, um nachhaltige Innovationen entstehen zu lassen. Die Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Schnittstelle wird in Forschungsprojekten bislang zu wenig systematisch gefördert. Die Digitalisierung hat viel Potenzial, eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise zu ermöglichen, wenn Nachhaltigkeit als Ziel von all jenen Innovatoren mitgedacht wird, die neue digitale Anwendungen entwickeln. Digitalisierung kann jedoch auch Nachhaltigkeitszielen zuwiderlaufen, etwa der Ressourceneffizienz und der Verminderung von CO2-Emissionen, wenn sie ungesteuert erfolgt. Ich meine, dass die bisher separat arbeitenden Communities von Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsforschung viel mehr zusammenarbeiten müssen, und dafür wollen wir Förderanreize setzen. Geeignete Förderinstrumente für nachhaltige Innovationen sehen wir auch in partizipativen Reallaboren, in den digitalen Experimentierfeldern in der Landwirtschaft, in der Anwendung von Experimentierklauseln, aber auch in der Mobilisierung von Wagniskapital für junge, innovative Unternehmen. Das wollen wir ausbauen. Und wir fordern, dass die Hightech-Strategie, die ja schon 4 Missionen zur Nachhaltigkeit enthält, künftig insgesamt auf die SDGs bezogen werden. Dass technische und technologische Innovationen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen anlegen, das ist im besten Sinne nachhaltige Innovationsförderung.
Und in diesem Sinne fordern wir auf, eine Weiterentwicklung des Rahmenprogramms Mikroelektronik, das stärker auf energieeffiziente Lösungen ausgerichtet werden soll. Die nationale Wasserstoffstrategie, für die das Zukunftspaket der Koalition 7 Milliarden Euro vorsieht, wollen wir eng mit der europäischen Ebene, insbesondere dem Green Deal, verzahnen. Geforscht muss noch werden, muss noch an einer Reihe von Fragen, wie etwa, wie grüner Wasserstoff in Masse produziert werden kann, wie die geeigneten Transportwege aussehen. Denn ohne Import wird sich der Bedarf nicht decken lassen. In jedem Fall ist der grüne Wasserstoff eine nachhaltige Alternative zu fossilen Energieträgern. Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele stößt man allerdings unweigerlich auf Zielkonflikte. Ein Beispiel ist der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft. Sie ist ein berechtigtes Ziel, wenn man allerdings global betrachtet, dass der Bedarf an Nahrungsmitteln mit der Weltbevölkerung wächst, gibt es eben schon die Frage, kann diese Form der Landwirtschaft die Ernährung der Weltbevölkerung gewährleisten? Denn der Ertrag pro Hektar ist beim ökologischen Landbau eben erheblich geringer. Diese Ziele muss man miteinander abwägen, und wir in der Union stehen für eine nachhaltige Politik, die einen solchen Ausgleich sucht. Als Gesetzgeber stehen wir permanent vor Zielkonflikten. Darum finden wir es lohnenswert zu testen, ob wir unseren Gesetzgebungsprozess verbessern können, indem wir frühzeitig den Abgleich mit den Nachhaltigkeitszielen vornehmen. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir in unserem Leitantrag ein Nachhaltigkeitsgesetzesfolgenabschätzung an kommenden Gesetzesvorhaben ausprobieren können und dabei verschiedene Methoden einer solchen Prüfung wissenschaftlich evaluieren können. Ich verspreche mir von dieser Idee vor allem mehr Systematik und Transparenz darüber, wie wir Zielkonflikte bewerten können. Ich komme zum dritten Schlagwort, Resilienz. Unsere Gesellschaft und Wirtschaft krisenfest machen, da gibt es eine Menge zu forschen, ebenso aber auch bereits vorliegende Empfehlungen umzusetzen. Resilienz bedeutet zum einen Vorsorge treffen, zum anderen gewappnet sein, um bei eintretenden Krisenfällen gut reagieren zu können. Wir haben dafür mit dem Rahmenprogramm FONA, Forschung für nachhaltige Entwicklung, einen erfolgreichen Förderrahmen, und der geht dieses Jahr in die vierte Auflage. Auch die Förderung des Nationalen Aktionsplans für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung lässt sich unter dem Aspekt der Krisenfestigkeit betrachten, denn wenn wir unser Bildungssystem so verändern, dass es Zukunftskompetenzen vermittelt, sind wir alle für die Veränderungen, die auf uns zukommen, gewappnet. Ich kann gar nicht aufzählen, was dafür alles bedeutsam ist, aber ein paar Beispiele kann ich dafür geben. Das bitte. Ziel muss natürlich die Mündigkeit für den Gebrauch und die Gestaltung digitaler Technologien sein und das Bewusstsein dafür, dass die Einsatz Ressourcen und energieeffizient sein muss. So, ich kürze ab, aber es ist wichtig, dass wir uns für eine solche Bildung im Sinne des SDG 4, die hochwertig, inklusiv und gleichberechtigt ist, einsetzen. Ich sage vielen Dank. Es gibt halt viel zu sagen zum Thema Bildung. Ich bedanke mich auch. Und erteile das Wort der nächsten Rednerin, der Kollegin Johanna Kotar für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, eine Schlagzeile dieser Woche: Die IT-Modernisierung des Bundes droht zu scheitern. Es ist das Digitalisierungs-Megaprojekt der Bundesregierung. 5 Jahre Arbeit hat sie in die IT-Konsolidierung bereits gesteckt. Über 3,4 Milliarden Euro sind eingeplant, und das Geld wird nicht reichen. Dabei sollen sowohl die Betriebssysteme als auch die Computerarbeitsplätze aller 180 Ministerien und Behörden der Bundesverwaltung modernisiert und vereinheitlicht werden. Nach über 5 Jahren haben die meisten Ämter aber noch nicht einmal mit der Vorbereitung für diese Konsolidierung begonnen. Ja, es gibt noch nicht einmal einen Fahrplan, in welcher Reihenfolge die Behörden an die neue IT-Plattform angeschlossen werden sollen. Noch schlimmer, bei 18 Behörden wurde das bereits eingeleitete Systemupdate wegen Neuorganisation zuerst pausiert, um zu prüfen, ob eine Fortführung überhaupt noch Sinn macht. Im Ergebnis wurde das Projekt dann erst einmal gestoppt. Der Zeitplan kann nicht mehr eingehalten werden. Und die Krönung des Ganzen ist die Tatsache, dass noch nicht einmal die Frage beantwortet ist, ob die Netze des Bundes, über die der Datenverkehr dann laufen soll, in der gewünschten Zeit und Qualität überhaupt zur Verfügung stehen werden. Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, das ist die totale Bankrotterklärung. Aber immerhin eine Branche verdient prima am Rundumversagen der Regierung, die Beraterbranche.
Weil der Sachverstand nicht auf der Regierungsbank zu finden ist, muss der von außen eingekauft werden. Allein das Innenministerium hat bis Ende 2019 bereits 250 Millionen Euro für Berater ausgegeben. Bis zum geplanten Projekt Ende 2025 sollen es rund 900 Millionen Euro werden. Sind ja nur Steuergelder. Die schmeißen Sie mit Vergnügen zum Fenster heraus. Den dummen Michel kann man ja noch mehr erpressen, wenn es nötig wird. Olaf Scholz, von der wir kriegen den Hals nicht voll, SPD, hat ja schon angekündigt, dass es Steuererhöhungen geben werden wird, wenn er denn gewählt werden wird. Wissen Sie, was das alles nicht ist, meine Damen und Herren? Nachhaltig. Es ist garantiert nicht nachhaltig, was Sie hier tun. Und das ist doch das Oberthema der Woche, meine Damen und Herren. Sie wollen den Bürgern da draußen wahrmachen, wie sehr Sie sich um die Zukunft kümmern, für wie wichtig Sie die Digitalisierung halten. Sie wollen zeigen, dass Sie das Zeichen der Zeit erkannt haben. Und dabei ist das genaue Gegenteil richtig. Sie kriegen es nicht hin und es interessiert Sie auch nicht. Wäre das anders, dann müssten wir nicht darüber streiten, ob wir ein Digitalministerium brauchen, das alle Zügel in der Hand hält und echtes Projektmanagement betreibt. Wir hätten es längst. Würden Sie es Sie interessieren, dann müssten wir vom Ausschuss Digitale Agenda nicht um jede Federführung kämpfen. Wir hätten sie längst. Stattdessen stimmen Sie, werte Vertreter von der Koalition, immer gegen die Überweisung in den Ausschuss, wo die Leute sitzen, die sich tatsächlich mit dem Thema auskennen. Ich nehme an, weil Sie Angst vor der Opposition haben, weil alle Oppositionsparteien in diesem Ausschuss mehr drauf haben als Sie. Ihr Antrag, den Sie heute vorlegen, zentrale Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung, liest sich wieder einmal nicht wie ein Plan, sondern wie einen Brief an den Weihnachtsmann. Sie wollen unter anderem bis zum Jahr 2025 ein flächendeckendes 5G Netz in Deutschland aufbauen. Verzeihen Sie, dass ich darüber lachen muss, aber manch Dorfbewohner wäre schon froh, wenn er nicht zur großen Eiche in der Mitte des Dorfes laufen müsste, um mit dem Handy telefonieren zu können. An Ihrer Stelle wären mir solche Plattenversprechen mittlerweile irgendwann peinlich. Aber weil wir nicht nur kritisieren, sondern auch zeigen wollen, wie es besser geht, legen wir von der AfD heute drei praktische Anträge vor, bei denen wir das Thema Digitalisierung tatsächlich nach vorne bringen wollen. Wir fordern ein Digitalministerium, um die digitalen Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln. Wir fordern den beschleunigten Einsatz von künstlicher Intelligenz für eine nachhaltige öffentliche Verwaltung. Und wir fordern die Öffnung der Echtzeit-Fahrgastinformationen des ÖPNV, um den Aufbau einer zentralen Plattform um das vorhandene Innovationspotenzial gerade für kleinere und mittlere Unternehmen zu stärken. Deutschland kann mehr. Deutschland verdient mehr. Die Regierung liefert es nicht. Wir dagegen schon. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Frau Bundesministerin Dr. Franziska Giffey. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, in welchem Land wollen wir leben? Das ist die Frage, die verbunden ist mit der Frage der Nachhaltigkeit. Ein Land mit einer modernen Gesellschaft, das seine Potenziale voll ausschöpft und seinen Kindern die besten Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Ein Land, in dem Chancengerechtigkeit durch gute Bildung verwirklicht wird und Männer und Frauen gleichermaßen teilhaben können an Sorgearbeit in der Familie, aber auch an beruflicher Entwicklung. Gestern haben wir im Bundeskabinett die neue Elterngeldreform beschlossen. Wir wollen das Elterngeld noch partnerschaftlicher, noch flexibler, noch einfacher machen. Wir wollen damit all diejenigen stärken, die auf Partnerschaftlichkeit und Vereinbarkeit setzen. Wir wollen die Unternehmen stärken, die eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördern. Und wir wollen dafür sorgen, dass Frauen und Männer eben gleichermaßen profitieren können. Und dabei geht es natürlich um eine der wesentlichen Zukunftsfragen, nicht nur die finanzielle Unterstützung von Familien, sondern es geht auch um gute Investitionen in Bildung. Und zwar von der frühkindlichen Bildung bis hin zur guten Betreuung im Grundschulalter und darüber hinaus. Das ist der eine wichtige Strang. Und wir investieren hier in großem Maße.
Wir haben mit dem Gute-Kita-Gesetz von 2019 bis 2022 über 5 Milliarden Euro Investitionen in Qualität, in Zugänglichkeit. Und wir haben jetzt mit dem Konjunkturpaket noch mal eine zusätzliche Milliarde, um eben den Kita-Platzausbau zu befördern und auch in Hygienemaßnahmen, in Digitalisierung zu investieren, auch schon in der Kita. Das ist möglich. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, gerade in Krisenzeiten auch über digitale Wege den Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten. Und das zieht sich fort in der Grundschule, wo das natürlich ganz genauso wichtig ist. Und es ist hier heute schon angesprochen worden, natürlich brauchen wir eine gute Ganztagsschule, die das Mittel von Präsenzunterricht, aber auch von E-Learning zu Hause, von guter digitaler Bildung, von Schulcloud und allem mit umfasst. Und deswegen investieren wir zusätzlich in den Ganztagsausbau. Wir arbeiten intensiv am Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich etwas, was wir auch in diesem Jahr noch auf den Weg bringen wollen. Wir sind sehr weit gekommen schon mit den Bundesländern. Es gibt eine sehr gute, einheitliche Sicht darauf, auch von Bundesseite. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier die richtigen Weichen stellen können. Der Bund hat in einem Maße, was es noch nie vorher gab, gesagt, wir investieren in den Bau dieser Plätze, aber wir sind auch bereit, uns an den Betriebskosten, an den Personalkosten zu beteiligen und zusätzliche Bundesmittel in die Digitalisierung zu stecken, auch aus dem Konjunkturpaket und für die Förderung nicht nur der Bildung, sondern auch der Konjunktur. Und das werden wir auch umsetzen. Und ich will einen weiteren wichtigen Aspekt ansprechen. Wir reden heute über die Digitalisierung in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Für mich ist die Frage der Digitalisierung der Familienleistungen auch eine essentielle Zukunftsfrage. Wir haben gesehen, dass wir mit unserem Kids Digital, dem Kinderzuschlag Digital, in der Corona-Krise sehr, sehr schnell reagieren konnten. Und wenn wir vergleichen die Zahlen vom Anfang des Jahres, wir hatten 300.000 Kinder, die den Kinderzuschlag bekommen haben. Wir haben heute fast 1 Million Kinder. Wir konnten diejenigen, die davon profitieren, die Unterstützung bekommen haben aus dem Kinderzuschlag, dem Zuschlag auf das Kindergeld, das jeden Monat gezahlt wird, wir konnten diese Zahlen verdreifachen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir den Antrag entschlackt haben, dass er digital ist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche eine Erreichbarkeit da ist. Und das ist eine Leistung, die ich mir wünsche für alle anderen Familienleistungen, die wir auch machen, dass wir nämlich digital erreichbar sind für die Eltern und Hürden abbauen. Und dabei können wir auch auf die Erfahrungen mit dem Elterngeld digital zurückgreifen. Und der nächste Schritt ist etwas, das bereits in der ersten Lesung hier im Bundestag war, unser digitales Familienleistungsgesetz. Wir wollen, dass, wenn ein Kind geboren wird, die Geburtsurkunde, das Elterngeld, das Kindergeld und der Kinderzuschlag in einem Antrag digital einfach und simpel beantragt werden kann. Vom Sofa, von der Couch, wo auch immer, von unterwegs, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist etwas, womit wir Eltern und Familien auch mehr Zeit geben für ihre Kinder, für das, was sie wirklich wichtig finden und brauchen, ihnen Hürden nehmen und erleichtern, dass alle, die einen Anspruch auf Leistung haben, davon auch tatsächlich profitieren können. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen Innovationen nutzen, um Menschen an den Leistungen, die das Land erbringt, teilhaben zu lassen, ihnen ihren Anspruch zu gewähren und das Land insgesamt auch voranzubringen. Das ist eine Zeit, in der wir die Weichen stellen für eine gute und nachhaltige Zukunft für Jung und Alt, für die Engagierten, für alle, die in Deutschland leben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Dr. Petra Sitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über Nachhaltigkeit am Ende eines der heißesten Sommer, den Deutschland je erlebt hat. In Spitzbergen gab es im Juni die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und an der amerikanischen Westküste haben die historisch größten Waldbrände bislang eine Fläche von der Größe Mecklenburg-Vorpommerns verwüstet. Das ist das aufgeheizte Umfeld, in dem wir heute über nahezu alle Politikfelder Nachhaltigkeit diskutieren.
Diese Debatte schulden wir insbesondere den jungen Menschen, die weltweit zu den Fridays for Future-Protesten auf die Straße gegangen sind und wieder gehen. Aber noch mehr schulden wir ihnen das Handeln. Die Corona-Krise hat die Klimakrise teilweise aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt. Aber es ist klar, beide haben miteinander zu tun. Das heißt also auch, die Konjunkturpakete im Zuge der Corona-Krise sollten wir dazu nutzen, endlich eine umfassende Strategie zur Nachhaltigkeit anzupacken. Und Corona hat auch gezeigt, den Zweiflern will ich das hier mit auf den Weg geben, wie wichtig und sinnvoll staatliches Handeln im Interesse von Gemeinwohl sein kann. Bei der Bildungs- und Forschungsförderung, bei der Stützung des Wirtschaftslebens und der Innovationsentwicklung, bei der Koordination zwischen Regionen, Ländern oder eben auch international. Strategisch angelegte staatliche Impulse sollen Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig, umweltverträglich und sozial gestalten. Dazu bedarf es politischen Willens, den die Regierung bei der Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie seit vielen Jahren vermissen lässt. Und na klar, hier reden alle über Innovation, gar kein Zweifel. Selbstverständlich bedarf es Innovation und Investitionen. Aber aus unserer Sicht, insbesondere in jene Bereiche, die Gesellschaft und Demokratie tatsächlich grundieren, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kunst, Kultur, Gesundheit, Pflege und öffentliche Infrastrukturen. Sie merken, hoffe ich jedenfalls, wir wollen Nachhaltigkeit weiterfassen. Es geht um nicht weniger als einen gesellschaftlichen Umbau für Lebensperspektiven. Wenn wir nachfolgenden Generationen tatsächlich gerechtere Chancen, wie Frau Giffey gerade angekündigt hat bzw. versprochen hat, gerechtere Chancen bieten wollen und Wissen für morgen vermitteln wollen, dann brauchen wir vor allem Bildung, 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 von der frühkindlichen bis zum lebenslangen Lernen. Lust auf Lernen bewahren und Lernen nicht verlernen. Darum soll es gehen. So gesehen hat die Koalition aus unserer Sicht noch sehr viel zu tun. Forschung zu Nachhaltigkeit oder für Forschung zu Nachhaltigkeit bedarf es wissenschaftlicher Entscheidungsfreiheiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung lässt sich nur garantieren, wenn am Ende die Einrichtungen auch grundständig öffentlich finanziert werden. Nicht wenige der Einrichtungen sind aber nur noch zu 50% ausfinanziert und dadurch sind sie permanent in irgendwelchen Rennen nach Zusatzfinanzierungen, ob aus öffentlichen Programmen, ob aus der Wirtschaft oder von Sponsoren jeglicher Couleur. Und Sie wissen es alle, das hat bisweilen sehr fragwürdige Abhängigkeiten hervorgebracht. Öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen gesellschaftlichen Zielen und Zwecken dienen. Punkt. Meine Damen und Herren, den Klimawandel zu bekämpfen und die Gesellschaft auf Nachhaltigkeit auszurichten, wird natürlich ohne Innovation nicht gehen. Das ist völlig klar. Aber Innovationen lösen ja nicht automatisch alle Probleme. Vor allem nicht, wenn sie ungebrochen ihrer Wachstumsphilosophie untergeordnet werden. Jede Innovation, jede Technologie bringt doch auch neue Probleme hervor. Nachhaltigkeitsprobleme lassen sich eben nicht nur technisch-technologisch lösen. Das ist viel zu kurz gesprungen. Und nochmal, meine Damen und Herren, es geht um eine gesellschaftliche Transformation, also auch um gesellschaftliche, um soziale Innovationen, um Dinge, die uns alle angehen, die uns jeden Tag begegnen. Und infolgedessen kann, wie schon angesprochen, Digitalisierung natürlich nicht die Lösung für alles sein. Das ist klar. Auch Digitalisierung ist ein Mittel, das unser Handeln im Guten wie im Schlechten beeinflussen kann. In vielen Bereichen aber hilft Digitalisierung durchaus, Nachhaltigkeit herzustellen, weil sie es eben beispielsweise ermöglicht, Ressourcen gezielter und damit sparsamer einzusetzen. Beispielsweise in der Landwirtschaft oder eben auch bei dem Management stabiler Stromnetze. Aber sie bringt eben auch Probleme hervor. Man denke an die Ressourcenverschwendung durch Wegwerfhardware oder den riesigen Energieverbrauch von Bitcoin. Insofern muss ich schon mal sagen, an die Adresse der FDP, jetzt gucke ich an Brandenburg an, muss sein, wissen Sie, dass Sie ausgerechnet unter der Überschrift Nachhaltigkeit wieder einen Antrag zu Blockchain-Lösungen vorlegen
und dann eben hier auch völlig ignorieren, dass gerade in diesem Bereich erhebliche Energiemengen verheizt werden. Und was soll bitte daran nachhaltig sein? Und an die Adressen der Bündnisgrünen will ich anmerken, ja, Ihr Antrag enthält viele gute Ideen, denen wir auf jeden Fall zustimmen werden. Aber eins will ich noch mal sagen. Gesellschaftliche Probleme sollten wir nicht über schlechte Gewissen lösen. Sie können es nicht auf eine individuelle Ebene einfach schubsen. Erst recht nicht, wenn dadurch eben auch Menschen mit niedrigeren Einkommen benachteiligt werden oder noch zusätzlich benachteiligt werden. Insofern, es stimmt, ja, wir müssen den Konsum ändern, aber noch mehr müssen wir die Art, wie wir produzieren, ändern. Fazit: Nur wenn wir Bildung, Innovation und Digitalisierung auch selbst nachhaltig gestalten, können sie am Ende tatsächlich ihr Potenzial für mehr Nachhaltigkeit entfalten. Danke. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Anna Christmann, Bündnis 90 Grüne. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hört auf die Wissenschaft, das war der Slogan der vielen jungen Menschen, die letztes Jahr überall auf der Welt auf der Straße waren. Hören wir also auf die Wissenschaft und lasst uns mit klugen Ideen das Klima retten. Und was wir heute hier hören, klingt ja alles sehr nachhaltig, aber was die Bundesregierung den Scientists for Futures, wie sie sich ja auch nennen, Teile dieser Bewegung, konkret zu bieten hat, das ist bisher doch äußerst übersichtlich und vor allen Dingen weiß sie es im Grunde selber nicht. Denn schon zweimal haben wir als Grüne nachgefragt beim Forschungsministerium, wie viel Geld denn eigentlich in klimaneutrale Technologien fließt, zum Beispiel in der Hightech-Strategie. Wissen Sie nicht so genau, im aktuellen Konjunkturpaket, das ja einen besonderen Fokus auf Klimatechnologien haben soll, das befindet sich noch in Klärung. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts und die Bundesregierung weiß noch nicht einmal, was sie tut. Eine erste Priorität für Klimaschutz sieht anders aus, liebe Bundesregierung. Was wäre stattdessen nötig? Wir fordern in unserem heutigen Antrag aus dem Labor in die Praxis eine konsequente Ausrichtung der Innovationsförderung auf die globalen Nachhaltigkeitsziele, ob Hightech-Strategie oder Agentur für Sprunginnovation. Wir müssen konsequent klimaneutrale Technologien fördern und nicht Absichtserklärungen in Hochglanzbroschüren aufschreiben. Für einen zukunftsfähigen Mobilitätsstandort bräuchten wir zum Beispiel steigende Investitionen in E-Mobilität und in die Forschung dazu. Fakt ist, im Bundesministerium sinken die Ausgaben für Forschung in E-Mobilität. Das ist nicht die Zukunft für unseren Mobilitätsstandort. Und da, wo Sie Geld ausgeben, tun Sie das ja bekanntermaßen intransparent und unfair, wie im Falle der Batterieforschungsfabrik. Dort, wo es darum geht, wo die Batterien der Zukunft hergestellt werden, da schlampt Ihr Ministerium und kriegt auch vom Bundesrechnungshof bescheinigt, dass Sie da ein Chaos im Ministerium veranstaltet haben. Während also bei Tesla bald die ersten Batterien vom Band laufen, sind Sie mit Aufräumarbeiten im Ministerium beschäftigt. Das ist fatal. Und wir bräuchten ja ein starkes Forschungsministerium, weil die Herausforderungen so groß sind. Denn wir brauchen eben genau diese klugen Ideen fürs Klima drängender denn je. Und natürlich ist auch die Digitalisierung dafür eine wichtige Chance, die wir nutzen müssen. Sie ist aber natürlich gleichzeitig auch Stromfresser. Es geht also darum, sie aktiv nachhaltig zu gestalten. Auch das schlagen wir heute noch mal vor. Und ich möchte da abschließend nur noch ein Beispiel nennen, weil gerade zum Online-Streaming ein Gutachten des Umweltbundesamtes erschienen ist. Man kann zum Beispiel viel Strom sparen, wenn man zu Hause mit dem Glasfaseranschluss Netflix guckt und nicht mobil. Das kostet 50 Mal mehr Strom. Daraus sollten wir doch die Ideen der Zukunft machen. Öko-Streaming-Angebote, das wären schöne Ideen für Gründungen auf der Grundlage von neuen Forschungserkenntnissen. Dafür brauchen wir mehr, also mehr Investitionen in Forschung, Digitalisierung und Transfer. Dafür machen wir heute Vorschläge und ich hoffe auf mehr Aktivitäten in diesem Bereich von der Bundesregierung. Applaus
Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise, Klimawandel, Migrationsbewegung und auch Digitalisierung machen deutlich, unser Alltagsleben ist immer stärker verwundbar, wenn es um die Auswirkung von globalen Veränderungen geht. Mit gravierenden Veränderungen und Folgen für die Menschen, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und wir haben jetzt die Chance, durch Zukunftsgestaltung über die reine Krisenbewältigung hinauszugehen. Und Bildung und Forschung spielen dabei eine Schlüsselrolle. Auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunftsgestaltung orientieren wir uns an den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und aus diesem Grund haben wir bereits das Corona-Konjunkturpaket um ein ambitioniertes Zukunftspaket ergänzt. Es soll Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaft erneuern, und zwar strukturell und weit über einen konjunkturellen Impuls hinausgehen. Und liebe Frau Kollegin Sitte, bei Ihrer Rede habe ich mich erinnert, als ich im Frühjahr 1990 Görlitz besucht habe. Ich habe dort einen Himmel gesehen, der war schwarz, dunkel von Braunkohlewolken. Das war das Ergebnis von nachhaltiger Politik, die Sie zu verantworten haben. Wenn wir heute nach Görlitz fahren, ist der Himmel blau. Und das ist nachhaltige Politik, die wir als Regierung zu verantworten haben. Wir investieren 60 Milliarden Euro in die Förderung von Bildung, Forschung und Zukunftstechnologien. Frau Christmann, überhören Sie es bitte nicht, 60 Milliarden Euro. Und damit werden die Nachhaltigkeitsziele in hochwertiger Bildung, in Infrastrukturen und Innovationen unterstützt. Lieber Kollege Sattelberger, Sie haben kritisiert, dass meine Ministerin nicht hier ist. Das Thema Nachhaltigkeit hat eine europäische Dimension. Gestern und heute tagen die Bildungsminister Europas in Osnabrück im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Und meine Ministerin trägt im Rahmen der Bildungspolitik Nachhaltigkeit nicht nur in Deutschland, sondern in Europa vor. Und das sollten Sie begrüßen und nicht kritisieren an dieser Stelle. Frau Kollegin Giffey hat es vorhin angesprochen. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele im Blick, wenn wir 10 Milliarden Euro in den Bildungsbereich investieren. Das ist einmal der Bereich Digitalisierung und andererseits sind es die Ganztagsangebote, die wir dort vortragen. Und lieber Herr Sattelberger, ich sehe den Arnold Fahrts und der Arnold Fahrts, sein Bundesland Sachsen, hat 105 Millionen Euro aus dem Digitalpakt gebunden. Wenn man das hochrechnet, heißt es, die Hälfte der in 5 Jahren zur Verfügung stehenden Mittel. Das heißt, es kann nicht an Bürokratie im Bund liegen, wenn Sachsen schafft, innerhalb des ersten Jahres die Hälfte der Mittel abzurufen. Da muss es andere Gründe haben. Und deshalb machen Sie hier nicht Scheingefechte, sondern wenden Sie sich mal der realen Welt zu an dieser Stelle. Wir haben nachhaltige Erneuerung im Blick, wenn wir 9 Milliarden Euro in die Strukturen für grüne Wasserstoffwirtschaft investieren. Mit nahezu 8 Milliarden Euro gehen wir in die Quantentechnologie und in die künstliche Intelligenz. Und damit stellen wir sicher, dass das Innovationsland Deutschland auch langfristig technologisch souverän, widerstandsfähig und wettbewerbsfähig bleibt. Und liebe Frau Koda, Sie haben hier vorgetragen eben, wie arm Deutschland dran ist mit dieser Regierung. Wenn Sie mal den weltweiten Vergleich ziehen, es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, was in der Gesundheit so gut durch die Corona-Krise gekommen ist bis jetzt, wie diese Bundesrepublik Deutschland, trotz dieser armseligen Regierung, von der Sie reden. Und es gibt kaum ein Land, was wirtschaftspolitisch so stark durch diese Krise gekommen ist wie wir. Und Sie nennen sich Alternative, und außer Kritik haben Sie nichts vorgetragen. Sie haben keine Alternative. Für die Zukunft wollen wir Nachhaltigkeit als handlungsleitendes Querschnittsthema der Bildungs- und Forschungspolitik verankern. Besonders wichtig ist uns dabei der Transfer von der Forschung in die Praxis. Und Wissenschaft muss auch bei den Menschen ankommen. Und Frau Benning, Sie haben zu Recht angesprochen, FONA. Wir machen jetzt seit 15 Jahren Forschung für die Nachhaltigkeit. Und wir werden jetzt FONA 4, die neue Strategie, vorlegen. Wir werden die Mittel dafür verdoppeln auf 4 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren, um dafür zu sorgen, dass wir Zukunft aktiv gestalten, wissen, wie Zukunft geht. Das ist das Motto der neuen FONA-Strategie. Damit treten wir an
um Impulse für eine krisenfeste, nachhaltige Zukunft ökonomisch, ökologisch und sozial zu setzen. Und deshalb will ich zum Abschluss einfach sagen, liebe Frau Sittel, wenn wir über Innovation sprechen, ja, dann geht es um Technik. Aber es geht auch um soziale Innovation in der Gesellschaft. Das ist für uns ein gleichberechtigter Ansatz. Und ich glaube, diese Bundesregierung und diese Koalition sind an der Stelle auf dem richtigen Weg. Sie würden gut daran tun, wenn sie etwas tatkräftiger unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Für die Fraktion der AfD hat als nächstes das Wort der Kollege Dr. Mark Jongen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, unter dem Motto Nachhaltigkeit über Digitalisierung zu sprechen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie oder Paradoxie, denn die Digitalisierung, immer stärker auch in Form der künstlichen Intelligenz oder KI, ist wohl der Treiber der beispiellosen Beschleunigung unserer Zeit, der Innovationszyklen der Finanzmärkte, des gesellschaftlichen wie beruflichen Lebens. Wie ist daran der Begriff der Nachhaltigkeit, der ja aus der Forstwirtschaft stammt und sich an der Wachstumsgeschwindigkeit der Bäume orientiert, sinnvoll anzulegen? Es bleibt das Geheimnis der Erfinder dieser Nachhaltigkeitswoche. Für uns ist eines klar. Wir befinden uns als Deutschland und Europa in Sachen Digitalisierung in einem gnadenlosen Wettbewerb mit China und den USA. Es gibt zwar noch hohe akademische KI-Kompetenz in Deutschland, aber der KI-Monitor der deutschen Wirtschaft hat gezeigt, die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist seit 2018 zurückgegangen. Und vor allem, wir haben von SAP vielleicht abgesehen, hierzulande kein Software- oder gar Hardware-Unternehmen von Weltrang. Deutschland gerät immer tiefer in Abhängigkeiten. Die digitale Souveränität des Staates ist in weiter Ferne. Diesen Trend müssen wir dringend umkehren, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will im Rahmen ihrer KI-Strategie 3 Milliarden Euro bis 2025 investieren. Werte Kollegen, allein die Stadt Shanghai investiert 15 Milliarden Euro in KI-Projekte. Die USA bewegen ähnlich hohe Summen. Wir sprechen hier von einer technologischen Revolution, die alle Wirtschaftsbranchen erfassen wird, das Bildungssystem, die Forschung, die gesamte Gesellschaft inklusive der Politik. Millionen Arbeitsplätze werden wegfallen, neue müssen in dieser Zahl erst einmal geschaffen werden. Und auch wenn das konservativen Gemütern nicht gefällt, die sich lieber an den Rhythmen des Baumwachstums orientieren würden, ich schließe mich da selbst durchaus ein, wer diesen Wettlauf verliert, der tritt als entwickelte Industrienation von der Weltbühne ab und infolgedessen auch aus der Geschichte aus. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Im Rahmen der nationalen Kraftanstrengung in Sachen künstliche Intelligenz, die deutlich verstärkt werden muss, beantragt die AfD-Fraktion einen zentralen KI-Campus als international sichtbares Leuchtturmprojekt zu errichten. Nicht um die bestehenden Forschungseinrichtungen zu ersetzen, sondern als deren zentraler Koordinierungspunkt. Experten wie der renommierte KI-Forscher Jürgen Schmidbauer vertreten die Ansicht, dass nur in dieser räumlichen Bündelung die für die Spitzenforschung notwendigen Synergieeffekte der unterschiedlichen Disziplinen und Köpfe zustande kommen. 100 KI-Professuren wollte die Bundesregierung schaffen. Bis heute konnte nur ein Bruchteil davon besetzt werden. Vielleicht überlegen Sie sich mal, dass es für internationale Spitzenforscher attraktiv sein könnte, dass auch deutsche Spitzenforscher nur dann aus dem Ausland zurückkehren, wenn sie an einem deutschen MIT Beschäftigung fänden. Das könnte zum Beispiel eine Erweiterung des KIT in Karlsruhe sein. Es könnte im Raum Stuttgart oder auch in München oder in Dresden stehen, überall wo bereits geeignete universitäre Strukturen und eine wirtschaftliche Technologieregion vorhanden sind. Wir haben, letzter Satz, in der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages jetzt die letzten 2 Jahre genug Worte über diskriminierungsfreie Algorithmen gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Dr. Karamba Diaby. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sollte selbstverständlich sein, dass es
einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung für Mädchen und Jungen überall auf der Welt gibt. Doch das ist leider nicht so. Noch so oft hängt der Zugang zu Bildung von der sozialen Herkunft der Kinder ab. Es ist also kein Wunder, dass dem vierten UN-Nachhaltigkeitsziel Bildung die weiteren Nachhaltigkeitsziele wie keine Armut, kein Hunger und gute Gesundheit vorangestellt worden sind. Das sollten wir bei unserem heutigen Thema nicht vergessen. Gleichzeitig gilt, weder in Kassel noch in Casamance dürfen wir Kinder zurücklassen. Das können wir uns einfach nicht leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt braucht mehr denn je die heutige Generation und die kommenden Generationen, die mit ihrer Umwelt und ihrem Umfeld verantwortungsvoll umgehen. Wir alle müssen verstehen, dass die Maximierung von Gewinn und Nutzen häufig im Widerspruch zu Umwelt und zu Menschenrechten steht. Wir müssen daher Strukturen aufbauen, die ein nachhaltiges Leben, einen Einklang mit der Natur und der Zivilgesellschaft ermöglichen. Dazu müssen wir aus meiner Sicht drei Ziele klar verfolgen. Erstens, Bildung für nachhaltige Entwicklung muss auch in den Lehrplänen stärker berücksichtigt werden. Zweitens, in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften müssen wir Bildung für nachhaltige Entwicklung verankern. Und drittens, wir müssen Strukturen und Netzwerke stärken, die nachhaltige Entwicklung befördern, wie zum Beispiel die Stiftung Das Haus der kleinen Forscher, das genau in diesem Bereich bereits Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte anbietet. Schon in der Kita sollen die Kinder forschen, wie unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, nachhaltiger gestaltet werden könnte. Sie sollen befähigt werden, kreative Lösungen zu finden oder kurzum verantwortungsvoll handeln. Grundlage dafür ist auch eine frühe MINT-Bildung. Das bedeutet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Damit werden wissenschaftliche Zusammenhänge rechtzeitig erklärt und Begeisterungen für das Forschen bei den Kindern geweckt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist, wir haben keinen Planeten B. Klimaschutz, grüner Wasserstoff, Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Themen, die nicht nur einige wenige, sondern ganze Bewegungen und viele junge Menschen interessieren. Deshalb nehmen wir sie ernst und stehen wir und stärken wir für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Diaby. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Mario Brandenburg. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Petra Sitte, ich habe nur 3 Minuten, aber ein paar Sekunden muss ich opfern. Es ist mitnichten so, dass jede Blockchain Energie verbraucht. Das hängt mit dem Konsensusmechanismus zusammen, aber das sollten Sie als Mitglied im Beirat Blockchain eigentlich wissen. Ich muss jetzt aber anfangen, weil wir anfangen müssen. So, mir geht es um das SDG Nummer 9, nachhaltige Innovation. Und was passt da besser, als die Biotechnologie anzusprechen und unseren Antrag von der Bioinnovation zum Produkt. Denn während in diesem Haus, und es kam ja bei den Vorrednern raus, das Internet jetzt so langsam akzeptiert ist und mutige Pioniere sogar über Digitalisierung sprechen, hat sich die Welt um uns herum trotzdem weiterentwickelt. Und wir dürfen nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Wir haben schon den Beginn in die digitale Transformation verschlafen. Lassen Sie uns nicht den Beginn in die biotechnologische Transformation erneut verschlafen. Und ich will auch erklären, um was es mir geht. Während bei der Digitalisierung die Innovation eher virtualisiert wurde, quasi ins Cyberspace verlagert, ist die Biotechnologisierung die Umkehrbewegung. Denn die Wissen, die wir durch Muster und Sonstiges erlangt haben, schaffen es letzten Endes jetzt wieder zurück in die Natur, in die Biologie. Denn durch die sogenannte Genschere, CRISPR-Cas,
und die synthetische Biologie als Ganzes gibt es uns die Möglichkeit, Pflanzen zu erschaffen, die beispielsweise pilzresistent sind, dürreresistent sind, in verschiedenen Regionen der Welt Nahrungsmittel produzieren können. Es geht aber weiter über biobasierte Kraftstoffe, personalisierte Medizin und letztendlich hin bis zu einem Impfstoff, beispielsweise für das Coronavirus, auf das wir eben alle warten. Und selbst die ach so disruptive Informationstechnologie wird disruptiert durch DNA Data Storage. Es ist Forschern gelungen, eine Streaming-Serie in DNA zu speichern. Und man vermutet, dass in einem Gramm DNA unglaubliche 200 Millionen Terabyte Daten gespeichert werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alles basierend auf den Grundsätzen der Natur. Lassen Sie uns diese Chancen nicht entgehen. Und so unglaublich chancenreich, wie sich dieses Thema anhört, so unglaublich begrenzt sind die Chancen leider manchmal in diesem Land. Denn durch zu starre Regulation ist es oft Produkten und Innovationen nicht möglich, in den Markt vorzudringen. Und eine Forscherin brachte es in einem Gespräch schön auf den Punkt, denn sie sagte, warum soll ich denn hier an was forschen, was ich sowieso nie probieren darf, dann bin ich halt ins Ausland. Und es ist eben nicht nur diese Seite, nein, es ist auch die Kapitalseite, die ich noch ansprechen muss. Der Blick über den großen Teich, und ja, mir ist bewusst, USA hat ein 5-mal so großes Bruttoinlandsprodukt. Trotzdem ist das keine Erklärung, warum der Kapitalmarkt für Biotech-Unternehmen um ein 39-faches größer ist als hier im Land. Und so musste sogar eine gut finanzierte Firma wie die CureVac mit Dietmar Hopp im Rücken ihren Börsengang letztendlich in den USA antreten. Und Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Bundesregierung, wenn wir nicht in 10 Jahren hier sitzen wollen und den Chancen der Biotechnologie hinterherweinen, dann nehmen Sie unseren Antrag ernst. Sie können auch ablehnen, Hauptsache Sie machen, was drinsteht. Dann klappt es auch mit dem SDG 9. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Beate Walter-Rosenheimer für Bündnis 90 Grüne. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Ministerin. Die Menschen auf der Welt wollen keine halben Sachen oder leeren Versprechungen. Sie fordern einen Veränderungsprozess, der fair und nachhaltig ist. Das ist ein Zitat von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, formuliert anlässlich der UN-Weltkonferenz vor ziemlich genau einem Jahr. Das sind Worte, die im Kern ausdrücken, was immer mehr Menschen bewegt und was vor allem junge Menschen immer vehementer zum Ausdruck bringen. Fridays for Future zum Beispiel kämpft mit vielfältigen Protesten für ein Umdenken von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft beim Umgang mit dem Klimawandel. Sie fordern die Umsetzung einer nachhaltigen Politik. Gerade haben wir in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen gesehen, wie viele junge Menschen sich beteiligen und wie wichtig ihnen die Unterstützung einer Partei ist, die sich für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit einsetzt. Und auch Sie als Bundesregierung sollten endlich mehr Gewicht auf das politische Engagement dieser jungen Menschen legen. Stärkung und Mobilisierung der Jugend, das ist schließlich auch eines der 5 Handlungsfelder, die die UNESCO-Generalkonferenz für wichtig hält. Wir haben unseren Antrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit engagierten jungen Menschen entwickelt. Miteinander reden statt übereinander. Für eine gute Zukunft brauchen wir vor allem Bildung, die besser, sozial gerechter und nachhaltiger ist. Da wurde viel verschlafen, da ist viel Luft nach oben. Wenn wir uns anschauen, wie wenig Gewicht jetzt in der Krise lange Zeit auf Bildung Kinder, Jugendliche gelegt wurde, muss ich leider sagen, das ist ein Armutszeugnis. Bildung und Engagement gehören zusammen. Es ist wichtig, dass alle Menschen sich einbringen können. Bildung nachhaltiger zu machen, das haben sich auch fast alle Staaten der Welt als Ziel gesetzt, weil auch im Jahr 2020 Bildung noch nicht gerecht und noch lange nicht nachhaltig ist. Guten Willen zeigen, und das ist jetzt wieder an die Bundesregierung gerichtet, genügt da allein nicht. Deshalb fordern wir, den nationalen Aktionsplan endlich zügig umzusetzen. Wir fordern in unserem Antrag unter anderem, Kitas, Schulen und auch andere Lernorte demokratischer zu machen, die Gedanken von Nachhaltigkeit in den Unterricht zu bringen, sodass es auch Spaß und Freude macht, und die Beteiligungsrechte unserer Kinder und Jugendlichen zu stärken und das Wahlalter endlich zu senken. Nur mit mehr Engagement und auch mehr Mut schaffen wir den überfälligen Wandel gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit den jungen, engagierten Menschen,
etwas zu schaffen. Die warten alle längst auf ein überfälliges Signal der Bundesregierung. Und liebe Kollegen und Kolleginnen, wir erforschen Mars und Mond und Venus, aber wir haben nur einen Planeten, auf dem wir leben können bis jetzt, unsere Erde. Bitte schützen wir sie. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter-Rosenheimer. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Tankred Schipanski. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu Beginn der Rede der Sibylle Benning mal ganz herzlich danken. Die hat nämlich in der AG Bildung und Forschung seit Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben. Sie hat diese Nachhaltigkeitswoche ganz aktiv mit vorbereitet. Die Kollegen immer ein bisschen genervt damit an passenden und unpassenden Stellen. Und ich freue mich, liebe Sibylle, dass wir heute hier gemeinsam dein großes Thema diskutieren. Ganz lieben Dank. Staatssekretär Meister hat in einer sehr engagierten Rede für die Bundesregierung bereits alle Irrtümer und Fehlinterpretationen der Opposition abgeräumt, sodass ich das gar nicht mehr machen muss und möchte mich daher einfach auf den digitalen Part des Koalitionsantrages beziehen. In der Tat ein kleiner digitaler Part und ja, man hätte das natürlich auch breiter darstellen können. Aber wir wollen mit diesem Antrag Bewusstsein wecken, auf Aktivitäten hinweisen, zukünftige Maßnahmen skizzieren. Und wer sich mit der gesamten Dimension von Digitalisierung und Nachhaltigkeit befassen möchte, dem empfehle ich die Stellungnahme Unsere gemeinsame digitale Zukunft vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen aus dem März 2019. Dort können Sie jedweden Aspekt von Bewahrung und Schöpfung im digitalen Zeitalter in wissenschaftlich anspruchsvoller Sprache und Methodik nacharbeiten. Diese Debatte und auch dieser Antrag dient mehr der Veranschaulichung des Runterbrechens. Von daher finde ich die Aktion der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ganz spannend, wo unsere Kollegen innerhalb von einer Minute mal darstellen sollten. Wir haben das in sozialen Netzwerken veröffentlicht, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Und der Hauptbegriff war dort immer gewesen Ressourceneffizienz. Und genau dort helfen uns digitale Technologien und insbesondere eben auch das schon angesprochene Themenfeld künstliche Intelligenz, ob bei Energieeffizienz, Mobilität, bei der Gesundheitsversorgung oder bei einer ressourceneffizienten Land- und Ernährungswirtschaft oder bei der Produktion im Bereich der Prozessoptimierung. Überall helfen digitale Technologien, oftmals mit dem Begriff Smart gekennzeichnet, ob Smart City, Smart Grid, Smartphone. Das sind alles Helfer in unserem Alltag, die unseren Verbrauch ressourceneffizient und auch somit nachhaltig machen. Und ich will Ihnen ein Beispiel aufzeigen aus dem Rahmenprogramm Mikroelektronik des Bundesforschungsministeriums, wie nämlich dort ganz konkret Nachhaltigkeit geleistet wird. An meiner Heimatuniversität, der TU Ilmenau, fördert der Bund aus diesem Rahmenprogramm seit 2019 ein Forschungslabor für Mikroelektronik. Und der Forschungsschwerpunkt ist dort die sogenannte neuromorphe Elektronik. Das ist eine von der Biologie inspirierte Elektronik. Sie wissen, der wachsende Datendurchsatz im Internet, Cloud Computing, Nutzung von Smartphones und so weiter gehören zur Informationsgesellschaft dazu. Und eine Studie beziffert den Leistungsbedarf für den Betrieb des Internets allein im Jahr 2015 auf 228 Gigawatt, äquivalent zur Leistung von 228 Kernkraftwerken. Die Nutzung des Internets wird also täglich mehr, somit auch der Energiebedarf. Und was machen die Forscher an der TU Ilmenau? Sie vergleichen, wie denn die Informationsverarbeitung und Speicherung beim Menschen erfolgt und stellen natürlich fest, dass wir viel weniger Energie brauchen als diese Maschinen und das Internet. Und noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir klüger als diese Maschinen und das Internet. Und die Idee der Forscher ist, diese menschlichen, also neurobiologischen Informationsverarbeitungssysteme in die Elektronik zu übertragen. Wir sprechen dabei von energetisch hocheffizienten mikroelektronischen Schaltungen für selbstadaptierende, also diese neuromorphen Systeme. Und diese Forschung ist eben gelebte Nachhaltigkeitsforschung für unsere digitale Gesellschaft, weil die Ergebnisse dazu führen werden, dass wir eben wesentlich weniger Energie benötigen, Energie einsparen, weil wir natürlich auch zukünftig Energie für diese Digitalisierung brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Ralf Brinkhaus gerade auch reingekommen ist. Ich will nämlich an etwas anknüpfen, was er in der Nachhaltigkeitsgeneraldebatte gesagt hat. Wir werden unsere Nachhaltigkeitsziele nur durch technische Innovation erreichen können. Und dafür ist eine Technikfreundlichkeit und ein Technikverständnis elementar.
Ansonsten werden wir auch nicht innovativ sein. Und das macht unser Antrag, zu dem ich Sie herzlich einladen möchte, zuzustimmen, sehr deutlich. Er macht auch noch mal ganz deutlich, dass wir das eben anders sehen als die Opposition. Nachhaltigkeit ist eng mit einer guten MINT-Bildung, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technikbildung verbunden über die gesamte Bildungskette. Da müssen wir auch noch besser werden. Für uns steht aber fest, ohne Innovation erreichen wir die Nachhaltigkeitsziele nicht. Daher ist jede Zukunftsinvestition in Bildung und Forschung und Digitalisierung eine notwendige Investition für Innovation und zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele. Daran werde ich Sie auch in den Haushaltsberatungen erinnern, die in Kürze anstehen. Denn da können Sie zeigen, ob Sie für nachhaltige und innovative Politik stehen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Markus Paschke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte, bevor ich loslege, doch noch mal was zum Thema Software sagen, weil es würde mich manchmal freuen, wenn die Kollegen hier von rechts außen sich ab und zu mal informieren. Es gibt nicht nur die größten Softwareunternehmen in Deutschland, sondern wir haben viele Unternehmen, die spezielle Lösungen haben, die Weltmarktführer sind. Und dann hilft es, wenn man sich auch mal vorher informiert und nicht so tut, als ob die Qualität und die Leistung nur woanders stattfindet. Aber machen Sie ruhig so weiter. Es gilt ja, Wissen gilt ja als hinderlich beim Pflegen der Vorurteile. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich mal ein bisschen deutlich versuchen zu sagen, auch im Hinblick auf das, was heute Vormittag und gestern in der Nachhaltigkeitsdebatte kam. Wir werden mal versuchen zu erklären, was Nachhaltigkeit denn ist. Nachhaltig ist nicht das Ignorieren des Klimawandels und gesellschaftlicher Entwicklung. Nachhaltig ist auch nicht das Glorifizieren der Vergangenheit nach dem Motto des kleinen Roboters in dem Film Wall-E, der Letzte räumt die Erde auf. Nachhaltig ist es aber auch nicht, das sage ich in Richtung der anderen Dogmatiker, mit panischen, da darf sich jeder angesprochen fühlen, der sich den Schuh anzieht. Nachhaltig ist es auch nicht, mit panischem Aktionismus auf bekannte Probleme, bisherige Strukturen zu zerschlagen, allein in der Hoffnung, dass später etwas Besseres kommt. Nachhaltig ist es, erkannte Probleme als Querschnittsaufgabe anzunehmen, mit Forschungs- und Innovationsstrategien zu unterlegen und gute Ergebnisse vor allem auch umzusetzen. Zur Nachhaltigkeit gehört es auch, dass die Menschen in unserer Gesellschaft, mitzunehmen und am Fortschritt auch alle teilhaben zu lassen. Nachhaltig ist es, für unsere Kinder und Enkelkinder eine Gesellschaft und eine Erde zu hinterlassen, mit der sie die Zukunft für die nächsten Generationen gestalten können. Wir haben bereits mehrfach gehört heute, dass Bildung der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben ist und wir nur künftige Probleme lösen können, wenn wir auch dafür Sorge tragen, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Bildung erhalten. Und eben dieses Prinzip der Teilhabe gilt auch für die Bereiche der Forschung. Mit Forschung und Innovation können wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen. Aber da bedarf es aber auch der Verankerung in der Gesellschaft. Forschung schafft nicht nur Grundlagen und Orientierungswissen. Forschung bringt auch technische und soziale Innovationen und Lösungen für die Energiewende oder für die Verkehrswende und für ein nachhaltiges Wirtschaften und vor allem für gute Arbeit der Zukunft hervor. Der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft beinhaltet nicht nur technologische Innovationen, sondern insbesondere auch soziale Innovationen, die unsere demokratische Kultur, die soziale Teilhabe und die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stärken. Der Erhalt unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes
Und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und dabei müssen wir vor allem auch über den nationalen Tellerrand hinausschauen. Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik kann nur erfolgreich sein, wenn wir international kooperieren und die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Zusammengefasst möchte ich noch einmal betonen, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben eine Wirkung. Sie beflügeln nämlich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und helfen dabei, die gesellschaftliche Transformation zum Wohle aller zu gestalten. Vielen Dank. Es macht sich auf den Weg der Kollege Uwe Kammann, und da er einen etwas weiteren Weg hat, dauert es auch ein bisschen. Herr Kollege Kammann, Sie haben das Wort. Dankeschön. Herr Präsident, werte Kollegen und Kolleginnen, ganze 60 Minuten. Nehmen wir uns heute Zeit, um über die Zukunftsthemen Bildung, Innovation und Digitalisierung zu debattieren. 60 Minuten, in denen wir im Schnelldurchlauf über 15 Anträge, verschiedene Anträge befinden, die sich mit völlig unterschiedlichen Sachverhalten befassen. Da geht es wild durcheinander. Die CDU, CSU und SPD stellen immerhin fest, dass Bildung, Innovation und Digitalisierung wichtig sind, loben sich dabei selbst und ergehen sich in einer Vielzahl unkonkreter Ankündigungen. Die Grünen wollen Digitalisierung ökologisch gestalten und die FDP Ökologie digital. Die AfD will alles Mögliche, nur die Linken fordern diesmal nichts. Man gibt ihnen fast den Eindruck, zu Top 9 seien lauter Anträge eingebracht worden, die einfach mal raus mussten. Allen Anträgen ist aber eines gemeinsam. Sie sind meilenweit davon entfernt, zentrale Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung zu sein. Liebe Kollegen Abgeordnete, ich habe den Eindruck, Sie merken immer noch nicht, dass die Uhr bei diesen Themen 5:12 steht. Und Sie debattieren nur Änderungsanträge. Ja, heute Nacht war das schwierig. Und Sie debattieren hier immer noch munter über Selbstverständlichkeiten. Sie werfen mit Buzzwörtern um sich, deren Sinn manche in diesem Hause bis heute nicht verstanden haben. Ohne auch nur für eines der Themen einen konsistenten Plan entwickelt zu haben, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Wo stehen wir im Bereich Digitalisierung? Abseits. Kleine Länder wie Estland sind seit vielen Jahren digitale Vorreiter. In Dänemark arbeiten alle Schulen im ganzen Land seit Jahren digital. Nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Sie wollen die Zukunftsthemen ernst nehmen, dann gehen Sie den Wandel von der analogen in die digitale Welt grundlegend an, und zwar in allen Bereichen. Und vor allem, wir brauchen keine Lippenbekenntnisse. Wir brauchen ein grundsätzliches Bekenntnis der Bundesregierung zur Förderung dieser Zukunftsthemen mit der höchsten politischen Priorität. Damit jeder, aber auch wirklich jeder merkt, dass es der Bundesregierung endlich ernst ist mit der digitalen Transformation. Wie ernst die Bundesregierung diesen Auftrag bisher genommen hat, durften wir gerade auf Spiegel lesen. Die vor 5 Jahren begonnene Bundes-IT-Konsolidierung ist gescheitert. Die Kosten aus dem Ruder gelaufen, ist normal, das Ergebnis de facto gleich null. Und im Fortschrittsbericht, den Spiegel treffenderweise als Stillstandsbericht bezeichnet, heißt es, im Ergebnis wurden alle Projekte gestoppt, wie es weitergeht, anscheinend kein Plan. Wir wollen immer bei jedem und allen Weltmeister sein, aber bei den Themen Digitalisierung, Bildung und Innovation sind wir nur Weltmeister im dicke Backen machen. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, bei der Bildung und Digitalisierung die Zukunft zielgerichtet zu gestalten und nicht nur darüber reden. Herzlichen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Wolfgang Steffinger, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen Debatten, die wir jetzt dieser Tage führen zum Thema Nachhaltigkeit, wird eines immer wieder deutlich: Nachhaltigkeit erfordert globales Denken. Nachhaltige Politik kann nicht funktionieren im Klein-Klein und im Nationalstaatendenken, sondern es braucht Kooperation und internationale Zusammenarbeit. Wir sehen das aktuell bei dem Thema Impfstoff, beim Thema Pandemie. Eine Pandemie macht an keiner Staatsgrenze Halt. Und deshalb ist es wichtig gewesen, dass wir schon vor vielen Jahren eine Kooperation eingegangen sind, was das Thema Impfstoff betrifft. Die Impfstoffinitiative Gavi beispielsweise oder die Forschungskooperationen im Bereich von CEPI sind hier wesentliche und wichtige Punkte der internationalen Zusammenarbeit. Ich bin auch dankbar dafür, dass wir als Koalition nochmal 750 Millionen Euro sehr zügig auf den Weg gebracht haben im Bereich der Impfstoffforschung, im Bereich der Gesundheitsforschung. Ich bin aber auch dankbar, und das möchte ich ganz deutlich sagen, ich freue mich auch, dass der Entwicklungsminister Gerd Müller da ist, dass wir gemeinsam als Entwicklungsministerium, aber auch mit dem Bildungs- und Forschungsministerium eine Afrika-Strategie auf den Weg gebracht haben, wo wir auch den Bereich Forschung beleuchten, dass wir mit 14 afrikanischen Ländern Forschungsnetzwerke aufbauen, weil wie wichtig das ist, sehen wir aktuell. Wir dachten über viele Jahre, manche Krankheit ist halt ein Entwicklungsthema und befindet sich in manchen Entwicklungsländern, Stichwort Ebola, dass wir heute von diesen Krankheiten und der Entwicklung und Forschung in diesem Bereich auch lernen können im Bereich Corona, sieht man. Deswegen ist es wichtig und war es richtig, dass wir Strukturen geschaffen haben, dass wir Strukturen aufgebaut haben und dass wir vor allem jetzt auf diese Forschungsnetzwerke auch mit Entwicklungsländern zurückgreifen können. Ich möchte aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema Klimawandel ansprechen, das immer wieder in dieser Debatte genannt wird. Natürlich ist es wichtig, auf Deutschland und auf die Industriestaaten zu schauen. Und ich sage, es ist aber auch wichtig, auf die Entwicklungs- und Schwellenländer zu schauen. Ich weiß, dass dieser Vorwurf immer wieder kommt, ja, Sie wollen jetzt da ablenken. Nein, ganz und gar nicht. Es gehört zur Wahrheit einfach dazu, dass wir mit viel geringerem Aufwand in den Entwicklungs- und Schwellenländern beim Thema Klimawandel viel, viel mehr erreichen können. Ich möchte das Thema Rohstoffe ansprechen, weil die viel gepriesene Elektromobilität immer wieder angesprochen wird. Ja, wo kommen denn diese Rohstoffe her? Die kommen aus Entwicklungsländern. Und unter welchen Bedingungen werden diese abgebaut? Wie viel Wasser brauche ich, um Lithium zu gewinnen oder Kobalt beispielsweise abzubauen? Also das sind alles Themen, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und auch wenn wir das Thema Kohle uns anschauen, wenn wir das Thema Energiegewinnung uns anschauen, wenn wir heute schon sehen, dass 600 Millionen Haushalte in Afrika keine Steckdose haben, jetzt haben wir einen immensen Bevölkerungszuwachs in Afrika. Derzeit sind 450 Kohlekraftwerke im Bau. Ja, da kann ich lange diskutieren, dass wir in Deutschland ein paar Kohlekraftwerke abschalten, wenn woanders neue ans Netz gehen. Deswegen ist das Wichtige, dass wir auch hier die Energiewende vorantreiben. Und dafür braucht es Innovation, dafür braucht es auch unsere Technologien, europäische Technologien. Es braucht aber vor allem eines, Technologieoffenheit. Das Wichtige ist mir, dass wir Zukunftsfragen lernen, global zu betrachten und auch global gemeinsam zu lösen. Der Grundstein hierfür ist gute Bildungs- und Forschungspolitik, wie sie die Union seit vielen Jahren macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang Steffinger. Ich schließe die Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten. In der Fraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22507, 20762, 22456, 22472, 19882 und 17796 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 9c in der Fraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22453 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Allerdings ist die Federführung strittig.
CDU, CSU und SPD wünschen eine Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda. Wir stimmen zunächst ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Fraktion der AfD. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Das sind alle. Das sind die Linke, SPD, Bündnis 90, Grüne, CDU, CSU, Enthaltung der FDP. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Dann stimmen wir ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Linke, SPD, CDU, CSU und FDP. Wer stimmt dagegen? Die AfD, Enthaltung. Wo waren Sie? Sie waren auch dafür. Also, dann waren dafür alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD und dagegen hat gestimmt die AfD, Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22436 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Auch hier ist die Federführung strittig. Die Fraktionen CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die AfD schlägt wiederum die Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda vor. Wir stimmen wieder über den AfD-Antrag zuerst ab. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Alle übrigen Fraktionen, Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag der AfD ist abgelehnt. Wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktion CDU, CSU, FDP, Federführung, Ausschuss, Verkehr, digitale Infrastruktur. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9e. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22452 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Auch hier ist wiederum die Federführung strittig. Die Fraktionen CDU, CSU und SPD wünschen eine Federführung beim Ausschuss Inneres und Heimat. Auch hier schlägt die Fraktion der AfD vor Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda. Wir stimmen über den AfD-Überweisungsvorschlag zuerst ab. Wer stimmt dafür? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der Linke, SPD, Bündnis 90, Grüne, CDU, CSU, Enthaltung der FDP. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktion CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt dafür? CDU, CSU, SPD, Grüne, alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Wer stimmt dagegen? Die AfD, Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9i, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Programm zur Beschleunigung der Digitalisierung in Deutschland. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 4777, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 2991 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das ist Linke, SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU, CSU. Gegenprobe die FDP und die AfD, Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist damit angenommen. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu einem weiteren Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Ökologie digital gestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18581 den Antrag der FDP-Fraktion auf Drucksache 17097 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Linke, SPD, Bündnis 90, Grüne, CDU, CSU und AfD, Gegenprobe, die FDP. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 9k, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Nachhaltiges Wachstum, der Weg aus der Rezession in eine klimaneutrale Zukunft. Hier empfiehlt der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22604 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19510 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Das ist CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Grüne und Linke, Gegenprobe und AfD, Entschuldigung.
Gegenprobe die FDP, Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9m, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit dem Titel Digitalisierung ökologisch gestalten. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 22345 den Antrag von Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 15804 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das ist AfD, FDP, CDU, CSU und SPD. Vielen Dank. Gegenprobe Grüne und Linke. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 9n. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit dem Titel Aus dem Labor in die Praxis mit Innovationen gesellschaftliche Herausforderungen anpacken. Der Ausschuss empfiehlt hier in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22475 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 16800 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? CDU, CSU und SPD sowie die AfD. Gegenprobe Linke und Grüne. Enthaltung der FDP. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Zusatzpunkt 10. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Chancen der Digitalisierung nutzen, Papierverbrauch reduzieren und die Umwelt schonen. Der Ausschuss empfiehlt seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 22585, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 17448 neu abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? CDU, CSU und SPD. Vielen Dank. Gegenprobe die FDP. Enthaltungen Linke, Bündnis 90 Grüne und AfD. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.